So, liebe Leute, es geht weiter in Old New Point und wir wollen noch mal ein bisschen an die Heilungsrat ran. Den Kräutergarten hier, das kriegen wir irgendwie hin. Unser Geld wird jetzt also erstmal in Upgrades investiert und natürlich auch in Weiterbildung der Mitarbeiter. Insofern gucken wir einfach mal, wer hier so ist und wen wir noch weiterbilden können. Und zwar die Leute, die wir auch brauchen. Zum Beispiel Leute, die hier behandeln. Das wäre jetzt nochmal ein Ding, da machen wir ein bisschen Geld drauf. Und ja, checken erst nochmal, ob wir diese Person überhaupt behalten wollen. Ist viel spannender. Lehrerin wollen wir behalten. Kriegbehandlung 1 verpasst und einfach mal von wem? Naja, von dir. Wir wollen jetzt hier nicht die Frakturstation stören. So. Aber wir sollten natürlich auch die Leute dann entsprechend einstellen. Hier Lehrtbehandlung. Wo ist jetzt bitte diese Lerntbehandlung? Studiertbehandlung da. Okay. So, Behandlung darf erstmal noch Apotheke mitmachen. Frakturstation nicht, Spritze schon. Der Rest passt. Okay. Mitarbeiterkündigung. Hausmeister. Ja, tschüss. Dann ist es halt so. Ich dachte, ich hätte mich um dich gekümmert. War dann aber doch nicht so. Okay. Dann gucken wir mal nach den Heilungsraten. Wo ist es denn eine Katastrophe? Hier, Bio-Wiesel und sowas. Also DNS-Labor. Da müssen wir ran. Da müssen wir upgraden. 2 von 8 Patienten mit der Rübennase. Das ist auch nicht gut gelaufen. Wo können wir denn noch? Verhammelt in der Apotheke. Schauen wir mal. Oh, wo habe ich die denn schon wieder? Die ist hier. Ja, wir brauchen sowieso Personal. Klassenclown unhygienisch. Schade. Kantig, schwache Blase hier. Was will ich denn mit diesen Leuten? Weg mit dir. Lustig geborener Mentor, Apotheke, komm, das ist doch mal was. Dich stellen wir ein. Deine Aufgaben sind klar. Apotheke und alles, was mit Behandlung zu tun hat. Haben wir da jemanden, den wir rausschmeißen können? Unmotiviert, reizbar. Und tschüss. Okay, haben wir doch jetzt einen guten Schnitt gemacht. Also, gucken wir nochmal. Kommen gleich neue Ärzte. Wir können hier weiter Upgrades installieren, aber wir haben wenige Hausmeister, die das können. Unmotiviert, lustig, hungerlaunig. Ah ja, schade. Den können wir nehmen. Grüner Daumen, lustig, schwache Blase zum Ausbilden. Also, das ist doch schon mal was. So, hier. An die sollten wir auch mal denken, hin und wieder, ne? Ich freue mich sehr, so, machen wir hier noch mal ein paar Ausbildungsräume hin. Das allererste Praktikum bei Radio 2Point überhaupt abgeschlossen hat und sich nun neuen beruflichen Herausforderungen stellen wird. Wir wünschen ihm viel Erfolg dabei. Zu den Nachrichten. Das Praktikumsprogramm bei Radio 2Point wurde auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Das bedeutet, dass ich mich wieder voll auf euch konzentrieren kann, liebe Hörer. Dieser Song. Ja, Schulden, komm, hör doch auf. Jetzt geht's doch. Ein Hausmeister wird zur Reparatur des Spritzmeisters gerufen. So, wir bräuchten Ärzte mit Behandlung. Und wir müssten die Station hier auch mal rausbauen. Pass mal auf, die geht mir so, wie sie ist, eh auf den Geist.
Dann bauen wir sie doch einfach mal hier oben hin. Wups. So, und hier machen wir nur Diagnose. Dann hätten wir hier nämlich ein bisschen mehr Platz für neue Räumchen. Aber ohne das richtige Personal wird das auch nichts. Positiv, dann lernst du jetzt mal Station. Da müssen wir aber noch die Einstellung machen. Also Ziel ist die Heilungsrate. Auch wenn das gerade noch nicht so ausschaut. Aber das Personal muss natürlich das können, was es soll. Hier, das passt jetzt alles. So, hier haben wir nochmal Station. Hier auch. So, und hier Spritzenhausbehandlung, da machen wir jetzt auch keine Station und keine Diagnose mehr. Das ist eine Kombi, die brauchen wir jetzt gar nicht mehr, die geht jetzt mal hier. So, und so Leute hier, nur weil sie inspiriert sind, das reicht jetzt auch nicht wirklich, um hier zu bestehen in diesem knallharten Konkurrenzkampf. Forschung 2, das müssten wir nochmal jemand anderem beibringen. Da haben wir aber noch niemanden. Romantiker, schmutzig, hungerlaunig und tschüss. Mentor, hygienisch. Ah, da kann man was draus machen, oder? Um sie von ihren banalen Radioerfahrungen zu befreien. Aber zuerst noch etwas. Und zwar brauchen wir noch Allgemeinmedizin. Nee, behandelnde Ärzte haben wir gesagt, ne? Das mal so. Müssen dich aber noch mal raussuchen jetzt. Hier bist du. Müssen dein Kompetenzfeld noch mal abstecken. Ein Hausmeister wird zur Reparatur des Deprimators gerufen. Ja, so kommt das ungefähr hin. Hier befördern wir nochmal. Was haben wir denn da noch? Übelerregend? Nein, danke. Reitet gern? Nein. Mentorin? Charmant? Mal was draus machen. Und zwar bist du die Stationsfachkraft. Ich kann mir das gar nicht merken, wer am Ende für was hier tatsächlich der Fachmann oder die Fachfrau wird. Deswegen müssen wir mal direkt hier das Ganze schon richtig zuordnen. So, weitere Upgrades. Wo sind wir denn? Krankheiten. Ah, das wird jetzt hier noch nicht von alleine besser. Vielleicht fangen wir einfach irgendwo an, wo viel Verkehr ist. Turbosauger.
Ein Patient, da lohnt es jetzt nicht. Bitte hinterlassen Sie Wir die Toiletten in dem Zustand, sieben. In dem Sie sie vorfinden möchten. Und nicht, wie Sie erwarten, sie tatsächlich vorzufinden. Zwei. Super, das sind ja richtig gute Räumlichkeiten hier. Was haben wir da? 9, immerhin. 8. 6. Ach komm, was soll das denn jetzt hier? Einmal hier. 32. So, da können wir was machen. Aber erst, wenn wir geforscht haben. Also, Häcksler ist noch nicht. Doch das ganze Marketing nichts gebracht hier, ne? Wir bitten Patienten dringend, die bereitgestellten Toiletten zu benutzen. Potenzial motiviert Klokoller. Wenn er aufs Klo muss, wird er zornig. Was machen wir mit dir? Nee. So. Energie geladen, jawohl. Da haben wir nämlich genug Jobs gerade verteilt. Ich werde diese Woche das Museum für alte Steine in Sweaty Palms besuchen. Ich hoffe wirklich, dass man dort die vielen falsch ausgezeichneten Geoden mittlerweile endlich korrekt ausstellt. Apropos Museum. Das war die Forschung, jetzt können wir den Häcksler erforschen. Wäre dort auch gut aufgehoben. Können wir nicht. Wieso? Ach doch, das ist der Häcksler, Entschuldigung. Leerer Herzensbrecher? Doch gerade schon jemand eingestellt, oder? Entertainer unermüdlich reizbar. Positiv. Lehrerin, komm, da kriegst du jetzt Behandlung 2. Wen haben wir denn noch motiviert? Ja, was soll das denn, ne? Machen wir einfach. Wir sollten auch mal nach allen gucken. Hier, da haben wir jemanden. Romantikerin, streitlustig. Kann aber Geister jagen. War da jemand Besseren noch im Angebot? Das Jahr ist fast vorüber. Ah, schon wieder Jahresende. Aber hat sie ja gerade gesagt. Hier, guck mal, das ist doch gut. Spritzennotfall. Fettzäpfchen, ich geht. Patienten für das Spritzenhaus treffen ein. Okay. Haben wir schon jemanden mit Chirurgie 2? Nö. Und wir bräuchten noch einen Forscher. Also, dann nehmen wir doch mal dich dazu. Suchen uns mal einen Chirurgen, der das noch nicht lernen kann. So, da haben wir aber auch ein Problem. Hat nichts, aber auch gar nichts in der Allgemeinmedizin verloren. Nehmen wir hier mal raus, obwohl hier eine gute Warteschlange ist. Hier
Ja, machen wir gerade mal ein Upgrade, wenn wir schon da sind. Solange wir Geld haben, machen wir es jetzt einfach, ne? Hier fehlt echt Personal. Und hier fehlt nochmal ein Personalräumchen. In der heutigen Ausgabe von Bickleworths Bewertungen nehme ich mir den exklusivsten Nachtclub von Crocklebay vor. Das Copper Banana. Zumindest dachte ich, dass es exklusiv wäre. Ich erwartete Klasse, ja, super. Eleganz und eine loungige Jazzband. Stattdessen traf ich auf einen Haufen jugendlicher und verschwitzter Nachtschwärmer, die sich zu gottlosem Lärm die Glieder verrenkten. Ich werde diesem Etablissement... Also Heilungsrate hier, das ist echt ein bisschen blöd. ...einen Besuch abstatten. Und die nächste Beförderung. Oh, hier. Krantig. Unzufriedener als der Durchschnitt. Das Gehtempo interessiert mich bei denen nicht so sehr. Billig, garstig. Was sind das hier für Leute? Hat Potenzial, geborene Mentorin? Würden wir jetzt nochmal nehmen, die Nelly? Weiterbildung abgeschlossen. Der Unterricht ist beendet. Na, ja also. So, Weiterbildung, was können wir machen? Hier, günstig. Günstig ist gut, dann machen wir Diagnostik 1. Wer kann das denn schnell? 130. Ja, dann du. Reitlustig. Das ist die einzige Ärztin, die wir jetzt tatsächlich haben, die das kann. Gleich nochmal neue Bewerbungen rein. So. Die Heilungsrate, um Gottes Willen. Die geht gerade echt nochmal richtig den Bach runter. Hier könnten wir auch zwei Leute gebrauchen. Megascanner muss gewartet werden, aber der wird gerade abgegradet. Schlagen Ihnen die Sorgen auf den Magen? Wollen Sie unnötigen Ballast loswerden? Dann versuchen Sie doch einmal die Swill-Kur. Unsere Mischung aus konzentrierten pflanzlichen Stoffen rauscht direkt durch Sie durch und wäscht alles raus, was Sie nicht mehr wollen. Und mehr. Ist das nicht fantastisch? Nein, das ist eklig. Kann zu unerwünschten und unablässigen Ausscheidungen führen. Das ist Radio Two Point. Öko-Rating in die Hose gegangen. Genau. Und als Tusch gerade nochmal ein Song von der Jasmine Odyssey hinterher. Hat ganz schön viel Personal hier oben. Krankenpfleger wird in der Farmtherapie
Nee, gar nicht mal mehr. Ja. Nein! Was ist denn hier kaputt? Ja, das ist jetzt nicht gut. Ich habe das jetzt ein bisschen hier runtergefahren mit dem Personal, ne? War vielleicht ein bisschen heftig. Wir brauchen definitiv hier, guckt euch das an, ein paar Krankenpfleger. Dich würde ich gerne einstellen. Dann können wir Geld sparen. Nochmal. So. Die Wege sind schon ziemlich lang hier in dem Laden, das muss man sagen. Das macht es natürlich auch nicht besser, wenn das Personal hier immer hin und her laufen muss. Ein Patient stürmt aus dem Krankenhaus. Ja, da muss er halt mal gehen. Ich kann es doch nicht ändern. Gelangweilt, zu warm, unzufrieden, muss aufs Klo. Ja, gegen so ein paar Dinge könnten wir was machen. So, hier. Weg. Mädchen von nebenan, reizbar. Ist aber auch irgendwie nicht das zu bekommen, was ich jetzt brauchen könnte. Autsch. 100.000 verdienen bekommen wir hin. Hier müsste es jetzt mal weitergehen. Irgendwas müssen wir machen, ne? So ganz dumm können wir die Leute hier auch nicht sterben lassen. Unglaublich langweilig. Können wir jetzt erstmal gebrauchen, ne? Dafür entlasse ich doch lieber irgendeine Nulpe, die sehr schlechtes Arbeitszeugnis hat. Hier. So, Leute. Jetzt müssen wir noch mal hier in die Aufgaben reingucken. So. Und ich wollte ja auch noch Personalräume bauen. Hier können wir einen gebrauchen. Da können die Leute von hier rüber gehen, das geht schon. Das ist zumutbar. Auf Radio Two Point. Man muss heute so. Bereits so viele widerwärtige Erfindungen ertragen. Und da oben fehlt nämlich auch noch was. Absolute Geißeln der Menschheit. Ja, aber, ich aber nicht in diesem Monat. Schweinefleischpasteten. Was wird denen als nächstes einfallen?
Wir müssen den Ruf hochbekommen. Nur noch die Heilungsrate, den Rest haben wir. Also, Personal, wir bilden weiter, was das Zeug hält. Lehrerin, da muss Diagnostik 1 her. Langweilig, wenn das alles ist, ne? Dann machen wir es halt. Was haben wir denn noch im Angebot? Hier können wir auch noch einen Personalraum hinbauen. Ups. So. Alles wird besser. Und das ist echt eine Katastrophe hier. Ja, ich würde ja gerne noch, ne? Aber ist ja nicht hier. Positiv. Also, liebe Heilungsrate. Ich gebe einfach so viel Geld aus, ne? Gibt mehr aus, als ich verdiene. Das ist leider das Problem bei der Geschichte. Das ist natürlich schon eine kleine Goldgrube hier. Ja, das hier nicht so. Oh doch, hier, wenn sie kommen, dann aber schon. Hier haben wir eine Warteschlange. Wir brauchen mehr Personal, aber es kommt ja kein 2. Und so Leute will ich nicht einstellen, nee. Auch nicht. Anscheinend nicht in der Lage ist, dieses Problem zu lösen, übernehme ich mit meinem neuen Format Sir Nigels maßgebliches Musterbuch für Meisterhafte. Aber das ist halt auch schlecht für den Ruf. Ich bitte Sie, ist in Ordnung. Mit in Ordnung bin ich nicht einverstanden. Das reicht nicht. Komm, hopp. Da müssen jetzt ein paar Leute nochmal in die Behandlung. Ja, das klingt schon wieder nach einem Misserfolg für die Heilungsrate. Ey, das wird doch jetzt irgendwie klappen. Wie viele Stunden haben wir diese Musik jetzt eigentlich schon gehört? Unfassbar lange, oder? Okay, Marketing für Pfleger. Jetzt war ja noch Minus. Also wisst ihr was, wir machen jetzt mal alle Behandlungsräume hier irgendwie auf Prio hoch und priorisieren sie mal gegenüber den Diagnostikräumen. Dann wären doch zumindest mal
hier hinten die Leute behandelt. Nicht verkaufen, nein, um Gottes Willen. Und nur wenn hinten nichts mehr zu behandeln ist, dann gehen sie nach vorne und machen Diagnostik, oder? Das ist für jetzt erstmal der bestmögliche Kompromiss. Hier hinten haben wir ja auch noch Themen. Oder war schon hoch? Okay. Kopfkrabbenbefall. Doch keine neue Krankheit, ich bitte euch. Wir sollten jeden Tag dafür dankbar sein, dass unser bescheidenes kleines County solche ein Ersatzgenetiker, brauchen wir den. Und einige dieser neuen Startups angezogen hat. Diesen tapferen Unternehmen widme ich den folgenden Song. Nein, ich stelle jetzt niemanden ein, den ich nicht ganz sicher brauche. Voll wie meine Werbekampagne hier funktioniert, oder? Hat Potenzial. Das ist nicht das, was ich jetzt brauche. So, es geht wieder in die richtige Richtung. Heilungsrate kriegen wir vielleicht jetzt auch langsam in den Griff. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit heute, ne? Öko-Rating 5000. Jawoll, ja. So. Nelly. Entertainer unermüdlich. Wir ziehen es durch. Kräutergarten, wunderbar. Hab ich keine Lust drauf. Patienten treffen gerade im Kräutergarten ein. Erdbebenwarnung. Das sind nicht bloß die. Kann ich nicht hochheben? Na gut. So. Energiegeladen, charmant, will mehr Geld. Die Kohle ist mir vollkommen egal. Hier könnten wir jemanden gebrauchen. Mit Diagnostik. Jo, wo bist du? Benjamin Lärm. Motiviert. Ich müsste mal auch mal weiterbilden. Hunger? Angst? Einsam? Okay, wir gucken noch mal nach den Krankheiten. Hier ist echt immer noch nicht gut. Snack für Leute, die nichts zu verlieren haben. Direkt aus den Wolken. Da fehlt's Geld, aber wenn wir es haben, machen wir es. Die Leute gehen halt echt noch heim, weil es dauert alles hier viel zu lang. Ist natürlich alles auch auf den Personalmangel und die Wege hier zurückzuführen. Klassenclown will mehr Geld. Machen wir es einfach.
Ja, es sortiert sich hier alles so ein bisschen. So, jetzt könnten wir hier den Forscher mal irgendwie klar machen, aber wir haben ja nie wieder niemanden. Das ist okay. Vielleicht könnten wir da jemanden jetzt entlassen. Motiviert. Lustig, positiv. Bei den Psychiatern sieht schon ganz gut aus. Da haben wir noch Behandlung und Diagnose. Dann machen wir jetzt nochmal eine Trennung. Nicht bearbeiten, nein, um Gottes Willen. Ach komm. Echt jetzt? Na gut. Ja, wo haben wir denn noch Platz? Weiterbildung abgeschlossen. Mach mal einfach hier, was soll's. Okay. Langweilig positiv. Auf Radio Two Point. Ich hoffe, ihr habt heute. Ah, das mit dem Marketing, das funktioniert nicht, wie ich es gerne hätte. Denn es ist Zeit für die Harrison Wolf Show hier bei Radio Two Point. Und den Zahl, grüner Daumen. Abgefahren. Also, Nelly. Wir haben zwei Psychiater. Brauchen wir noch als Backup hier die Person. Unhygienisch, langweilig, schwache Blase. Da machen wir erstmal nichts. Warum läuft hier nichts? Können wir dich hier irgendwo reinsetzen vielleicht? Dann macht er weiter, okay. Wie konnte der denn ausbüchsen? Ein Patient wechselt zu einem Konkurrenzkrankenhaus. Ja, tschüss. Hab ich doch gar nicht nötig, so Leute. Ja, nun, ne? Dich müssen wir halten. Auch wenn du total langweilig bist. Ja, dann machen wir das halt, ne? Ein Arzt wird am Megascanner verlangt. Patienten werden gebeten, während des Besuchs des Gesundheitsinspektors. Was ist mit dir? Du machst auch nicht mit bei deiner Schulung. Das ist alles groß hier. Fürchterlich groß. Günstig, so. Diagnostik 2. Wups. Ein Arzt zur Radiologie, bitte. Haben wir aber niemanden gerade. Würfeln wir wieder die Diagnosen aus. Nur die harten Fälle hier in die Gerätediagnostik. Two Point County ist so unglaublich stinknormal. Wir werden von Schlipsträgern in Büros regiert, Jüngern am Schrein des Kapitalismus. Es ist Zeit, etwas zu unternehmen. Tut etwas. Um den Status 1 von 8, um Gottes Willen. Seid rebellisch. Und dann ist schon ein bisschen eine Katastrophe hier aktuell, ne? Erzählt uns davon.
Jo. Es ist echt nicht schön hier. Sam Glasson motiviert. Mal rein. Hier fehlt auch Personal. Ist ja nicht so, dass die Warteschlangen schon alle lang genug wären. Jawohl. Jetzt geht's wieder richtig den Berg ab im nächsten Monat. Ja, warum gehen die denn jetzt alle heim? Wir gucken uns das mal an, oder? Gesundheit kritisch zu warm. Hygiene, Schnupfen, leidet an Übelkeit, durstig, hungrig, unzufrieden. Also, wir gucken uns nochmal alles in Ruhe an hier, oder? Temperatur, so, da haben wir doch schon mal was. Fangen wir mit der Temperatur an. Die uns von ihren Heldentaten berichtet haben. Sie hat eine Imbissbude. Ach, Geldcheck, na gut. Mit Zucchini-Graffiti besprüht. Toll gemacht, Marie. Dieser Song ist für dich. Jo, wir müssen also noch mal ein bisschen gucken, dass die Leute hier auch bleiben und sich behandeln lassen und nicht vorher abhauen. Wo ist denn die Temperatur? Da. Weiterbildung abgeschlossen. Der Unterricht ist beendet. So. Und da geht noch was. Hier haben wir noch ein paar Problemchen. Hier sind aber auch nur die Klimaanlagen kaputt, oder? Nee. Wo ist es noch blöd? Hier vorne. Wieder die Kohle weg. Was hast du für ein Problem jetzt? Gelangweilt. Zu kalt. Ach komm.
Ausleger verlangt. Dann nehme ich hier noch eine Eisskulptur hin. Okay, da ist wirklich zu kalt. Auf Radio Two Point. Vielen Dank an alle Unbeugsamen da draußen, die da oben gehörig aufmischen. Checken wir mal, das ist auch ein bisschen. Hendrik hat uns erzählt, er habe in zu einem kalt. Tag in Flemington ziemlich radikale Gedichte unter den Eichen vorgelesen. Solcher Aktivismus kann wirklich etwas bewirken. Immer schön weitermachen mit dem Anarchismus, werte Hörer. Zu warm, zu kalt, man kann es niemandem recht machen, oder? Bitte hinterlassen Sie die Toiletten in dem Zustand, in dem Sie sie vorfinden möchten. Und nicht, wie Sie erwarten, sie tatsächlich vorzufinden. Okay. Mal besser. So, was machen wir denn jetzt hier noch mit unserer... Ja, also mit unserer Heilungsrate. Das war jetzt wieder teuer. Jetzt habe ich wieder viel Geld ausgegeben. Wir gucken mal nach euren Problemchen. Hunger, durstig, gelangweilt. Da können wir was machen. Ist halt auch ein Thema für die Heilungsrate, wenn die Leute einfach abhauen, ne? Wir bitten Patienten dringend, die bereitgestellten Toiletten zu benutzen. So, mal gucken. Will mehr Geld. Teuer können wir noch regeln. Das sind zumindest mal zwei recht neutrale hier. Die können wir mitnehmen und da können wir noch Behandlungsärzte draus machen. Ist aber echt irgendwie nicht einfach heute. Also Nummer 1. Du machst nur Behandlung. Das passt. Hier ist natürlich auch Bullenhitze. So, das Gute an den Dinger ist, sie brauchen natürlich keine Wartung hier. Wer die Spitzenberge von ihrer schönsten Seite erleben will, wird Gast im Underlook Hotel. Sie werden ach, schon wieder die Kohle weg. Verlassen wollen. Das ist ein bisschen zäh, muss ich zugeben. Underlook Hotel. Könnte natürlich noch ein bisschen mehr fokussieren. Ich mache ein bisschen zu viele Dinge auf einmal. Mich hier um die Problemchen kümmern von den Leuten, die gehen. Hier Geld in die Ausbildung zu stecken und Geld in die Upgrades zu stecken, wenn man nicht so viel hat. Ist natürlich so ein bisschen schwierig. Irgendwie müssen wir sehen, dass wir alles bedienen. Aber wir können ja, solange wir... kein Geld haben. Mal gucken, wen wir noch kostenlos weiterbilden können. Da war doch noch was mit Chirurgie 2 intern möglich, oder? Ja, dann können wir nämlich diese teure Person hier oben auch vielleicht entlassen. Durstig, unzufrieden, zu warm, gelangweilt. Jetzt ist wieder zu warm.
Ach Leute, euch kann man es echt nicht recht machen. Wo fehlt Personal? Es sind echt die Krankenpfleger mit Behandlung und hier Personal für die Station. Ich brauche noch, ehrlich gesagt, kurz um Forschung 2. Aber ich hätte es jetzt auch... Ja, nee, passt auf, ich muss den entlassen. Hätte es viel billiger gehabt, ihn nicht zu haben und stattdessen einmal irgendwann auf jemanden zu gehen von den externen Beratern. Also, passt mal auf. Wir gehen mal hier auf die Kohle-Seite und machen was gegen diesen Posten. Punkt. So. Schon mal besser jetzt, oder? Hier sind einige Leute total unzufrieden mit dem Geld. Da machen wir eine Kleinigkeit gegen. Und wir sollten vielleicht auch mal nach den Hausmeistern gucken. Patienten für das Spritzenhaustreffen ein. Ja, viel zu wenig Personal hier. Oh, was ist hier? Hat Potenzial positiv. So, bitte. Und eindeutig, dein Job steht fest. Wunderbar. Haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Allgemeinmediziner. Damit können wir schon mal was machen. Und das ist auch super. Fuchs berichtet. Sie ist in einer dieser hippen Bars in Pelican Wolf. Außer dass mir hier tatsächlich keine Ärzte fehlen, die das können. Aber hier haben es besser als brauchen in dem Moment. Macht kaputt, was euch kaputt macht, Leute. Jo. Stufe 5 Pausenzimmer machen wir jetzt nicht. Wir haben genug andere Themen. Da könnten wir auch mal zwei Leute drin gebrauchen. Sind schon angefordert. Also das funktioniert hier irgendwie. Ah ne, habe ich das auf 80% stehen? Mal gucken. Wir gehen nochmal auf 70 runter. Leichtes Plus. Na Gott sei Dank. So, da haben wir es. Glückwunsch, Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two-Point mit 2 Sternen bewertet. Eine meiner Hilfskräfte musste sich ganze 8-mal wiederholen, ehe ich die Tatsache, dass sie angeblich ihre Meinung, ihre eigene... Ich lasse es. Ich kann nicht mehr. Leute, ich bin müde, ich habe heute viel aufgenommen. Deswegen lese ich es jetzt nicht fertig vor. Ne? Ihr hattet ja genug Zeit, das jetzt selbst zu lesen. So, es gibt ein Butterfass, das ist aber schön. Was brauchen wir? Patienten, die Krankenhausvorschriften missachten, werden gebeten, dies zu unterlassen. Noch ein Gebäude. Das ist jetzt mal ganz einfach. Wups, erfüllt. 50 Patienten im Kräutergarten heilen. 1000 Patienten verpflegen. In Anbetracht der Tatsache, dass die Leute hier Hunger haben und Durst haben. Und nutzen wir noch die paar Minuten. Machen wir hier noch ein bisschen was. Temperatur muss jetzt mal gehen. Durst ist hier so ein bisschen. Machen wir noch mal eins hin. Hier ist zu wenig, definitiv.
Wie geht's so mit dem Durst? Philipp aus Blyton hat uns angerufen, um uns zu berichten, er habe ein Werbeschild abgewandelt. So dass statt kaufen Sie Swindles Premiumversicherung dort nun steht, kaufen Sie Swindles Premiumversicherung nicht. Ganz schön wortakrobatisch, Philipp. Oh ja. Das gefällt mir. Wir trotzen der Obrigkeit weiter nach diesem Song. Hier ist immer noch Hunger. Und nochmal alles einmal hin. So, was haben wir hier? Das sind Karotten. Dann machen wir hier nochmal Zitronen mit hin. Und nochmal die Tomaten. Hier ist es ganz okay. Hier auch. Hier soweit auch okay. Ja, und hier ist noch zu wenig. Bitte hinterlassen Sie die Toiletten in dem Zustand. Das machen wir mal ein bisschen ordentlicher. Und nicht, wie Sie erwarten, sie tatsächlich vorzufinden. Ups. Was war das jetzt? Weiß keiner. Karotten. Nehmen wir nochmal Tomaten. Da haben wir auch noch Platz. Nehmen wir nochmal Zitronen. Okay. Ein Krankenpfleger wird zur Zirkustherapie gebeten. So, schon besser. Jetzt haben wir noch Langeweile. Machen wir noch ein paar einfache Sachen hier, in der Hoffnung, dass es noch irgendwas bringt. Ja, da stellen sie sich schon an. So, und was machen wir hier? Spielautomaten, Zeitschriftenständer, der kommt an die Wand, Broschürenständer kommt mal in die Mitte, Krankenpfleger zur Farbtherapie bitte. Okay. Alles wird besser, würde ich sagen. Ziel fürs nächste Mal, und das werden wir wahrscheinlich erreichen, ist der dritte Stern. Wir müssen nicht viel hinzuzufügen, oder? Hier schleudern wir nochmal Geld raus. Feigenbaum für die bisher weitreichendste Aktion an Ungehorsam. Franziska ist ins Bürgermeisterbüro eingestiegen und hat all deren Bleistifte stumpf gemacht. Na. Das sollte die Stützen der Bürokratie vollends ins Wanken bringen. Unser Werk hier ist vollbracht, Leute. So, also, das ist die Situation.
mit der wir hier beim nächsten Mal wieder starten. Auf zum dritten Stern. Das ist die Devise. Und da kümmern wir uns tatsächlich vielleicht ein bisschen mehr um die Ausbildung als um die Upgrades, weil die Upgrades haben wir gerade ganz gut abgedeckt. Kohle stimmt jetzt, geht in die richtige Richtung, auch wenn ihr da gerade ein Minus seht. Bockt mich nicht. Wird aber, glaube ich, ganz gut. Leute, wir hören auf. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Matze.